Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, bei mir geht's heute nochmal um die Langwelle. Und zwar um welchen Sender es heute geht, können wir hier schon auf der Skala von dem Senator Volltransistor sehen. Und zwar, ja, ich denke, das können wir hier ganz gut lesen auf der Langwellenskala. Ja, genau, der Sender Droitwich. In England ist es BBC Radio. Ich weiß nicht genau, welcher BBC. Was ist ja relativ egal. Zumindest los geht's. Ja, dieser Sender in Droitwich gehört zu den wenigen Sendern, die auf der Skala dieser alten Empfänger noch überhaupt stimmen, die noch existieren und sendet mit relativ wenig Leistung, ich würde sagen 50 bis 100 Kilowatt, mehr nicht. Und zumindest werde ich heute mal den Empfang vergleichen auf Langwelle von diesem Programm. Ja, ich habe nicht besonders gute Langwellenempfänger, aber nichtsdestotrotz vergleichen wir das Ganze einfach mal. Ja, hier im Hintergrund sehen wir auch die QSL-Karte vom 100 Kilowatt Marathon. Ja, das habe ich mal angefordert. Das war ja am zweiten Weihnachtsfeiertag. Einige Stunden mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn. Aber naja, heute geht's bei mir ja um die 198 Kilohertz. Ja genau, 198 Kilohertz sind es. Ja, und ich schalte nun einfach mal den Senator-Volltransistor laut. Durch englisches Programm. Ja, besonders gut ist der Empfang wirklich nicht. Nee, nicht besonders gut. Ich denke, mit besseren Langwellenempfängern wäre es deutlich besser. Ja, was haben wir hier sonst noch? Der Pole 225, der knallt hier natürlich rein. Ja, der Pole knallt hier rein. Und hier haben wir noch was. Leider kann ich die Sprache nicht ganz verstehen, was das für eine Sprache ist. Erstaunlicherweise sogar relativ gut. Ist mir nicht bekannt. Ja, der Däne nicht. Ja, es ist jetzt 18.30 Uhr etwa. Vielleicht kommt der um 19 Uhr, weiß ich nicht genau. Ja, Pole. Und der französische... Hier haben wir noch was. Um 150 Kilohertz. Ja, ist momentan wirklich sehr guter Empfang auf Langwelle. Ja, hier hören wir Musik auf 150 Kilohertz. Ja, ich würde sagen, ich mache mal einen Empfangsvergleich auf der ganzen Langwelle draus. Ja, hier Musik auf 150. Ja, und nun machen wir das Ganze nochmal mit dem XR-Data. Ja, der XR-Data ist leider auf der Langwelle wirklich völlig taub. Nichtsdestotrotz auf der 198 hört man jetzt trotzdem was. Die Ausrichtung ist schon relativ gut, muss man sagen. Viel besser wird es nicht, wenn ich den Empfänger drehe. Auch die Lautstärke ist jetzt auf maximal. Es rauscht extrem. Ja, der ist auch sehr leise auf Langwelle. Also hier wirklich sehr schlechter Empfang mit diesem Empfänger. Hier sind wir am Grundig Yachtboy, auch relativ laut. Und wenn ich anfasse hier, wird's lauter an die Stabantenne. Ich dachte eigentlich, die hat mit Langwelle nichts zu tun. Aber vielleicht ist sie damit angeschlossen. Ja, wenn man den dreht, hört man es ein bisschen auch wirklich relativ schlecht. Droitwich. Einmal drehen. Ah, es geht wirklich hier sehr, sehr schlecht. Der Pole ist das Einzige, was hier dran gut geht. Hört sich fast irgendwie nach Störung an. Und dann hier bei 150 vorne. Ne, hören wir auch nur Gepfeife. Da hinten war ja noch was. Aber ne, hier mit dem Empfänger kriegen wir nicht mehr rein. So, hier sind wir nun meiner Meinung an meinem besten Langwellenempfänger, und zwar an dem Grundig Yachtboy. Ja, ich habe jetzt auf den Polen eingestellt. Leider ist hier bloß eine ziemlich starke Störung vom Fernseher daneben. Ja, den ich jetzt auch leider nicht völlig abschalten kann. Ja, hören wir, das ist die Störung vom Fernseher, die ist sehr extrem. Hier ist der Droitwich, der steht hier als BBC drauf. Ja, man kann ihn schwach hören, aber die Störung ist doch viel stärker. Der Pole kommt gut durch, da hat man auch keine Störung. Karl Lundburg wäre der Däne.
Und hier, den hat man vorhin auch noch den anderen gehört. Da schwankt halt relativ stark. Und hier bei der 150. Na, mit gutem Willen ganz schwach, aber so richtig auch nicht. Ja, und ja, das war's mal beim kurzen Empfangsvergleich bei doch angehobenen Bedingungen auf Langwelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.